も人間が怖くなってお芝居に乗って今までなんかお顔を見せくださらなかったんですけど、今日やっておいていただきました鳥山明さん、今日のお客様です。どうも、こんにちは。よくいらしてくださいました。漫画家とご紹介するべきだと思います。Akira Toriyama ist ohne jeden Zweifel einer der einflussreichsten Mangaka gewesen, welcher nicht nur Millionen von Fans begeistert und inspiriert hat, sondern ebenfalls viele seiner Kollegen in Japan und rund um die Welt. In diesem Video blicken wir auf das zurück, was er geleistet und vielmehr auf das, was er uns für die Zukunft hinterlassen hat. Das Leben einer Legende. Am 5. April 1955 wurde Toriyama in Nagoya als Sohn eines Automechanikers geboren. Sein Vater hatte unter anderem Motorräder geliebt. Diese Leidenschaft sollte er später auch an seinen Sohn weitergeben. Was nicht dazu führte, dass Toriyama in die Fußstapfen seines Vaters treten würde, sondern, wie wir wissen, er einen ganz anderen Weg einschlagen würde. Aufgewachsen ist er zusammen mit seiner älteren Schwester in Kyushu, was damals weitestgehend eine ländliche Region außerhalb von Nagoya war. Noch als kleines Kind bekam er merkwürdige Beulen auf seinen Kopf, die durch eine Operation entfernt werden mussten, was dazu führte, dass er sich nie die Haare abrasieren konnte, da sonst die Narben sichtbar gewesen wären. Während seiner anfänglichen Schulzeit gab es nicht viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, deshalb fing er zusammen mit seinen Freunden an zu zeichnen. Und siehe da, es zeigte sich relativ schnell, dass Toriyama ein Händchen dafür hatte. Die ersten Anzeichen für das, was später eines seiner größten Stärken werden würde. Doch es dauerte noch etwas, bis seine Leidenschaft fürs Zeichnen so richtig die Oberhand gewinnt. Diese wuchs ohne Zweifel, aber vor allem durch seine Begeisterung für Disney-Filme und Osamu Tezukas Astro Boy, welche eine große Inspiration für ihn waren. Später fing er sogar an, seine Freunde zu zeichnen und mit ihnen regelmäßig in ein in der Gegend ansässiges Kunststudio zu gehen, mit dem Namen Tsugaya-san. Ein Studio, welches schon länger von der Bildfläche verschwunden sein muss, da es keine Spuren im Internet hinterlassen hat. Doch der Name bedeutet so viel wie Herr Zeichnungsladen. Hier gewann er sogar seinen ersten Preis für eine Zeichnung von Disneys 101 Dalmatiner. Da diese Erinnerung einen starken Eindruck bei ihm hinterlassen hatte und ihn damals dermaßen begeisterte, war dies wahrscheinlich ein Augenblick, der für seinen zukünftigen Weg eine große Rolle gespielt hat. Er zeichnete weiter und so führte es ihn an die Technische Hochschule in Nagoya, wo er Design studierte. In der Zeit waren seine Notizbücher prall gefüllt mit Zeichnungen, doch er selbst hat nur wenige Manga gelesen. Sein Interesse galt viel mehr Film und Fernsehen wie Western, Kriegsfilm oder dem Sci-Fi-Genre. Trotzdem trat er einem Manga-Club bei und war sogar Vizepräsident. Es diente ihm aber viel mehr als Weiterbildung, um zu erkennen, welche Stifte er für seine eigenen Zeichnungen benötigte und wie diese vernünftig eingesetzt werden. Wie das Leben es manchmal so möchte, müssen ab einem gewissen Punkt wichtige Entscheidungen für die eigene Zukunft getroffen werden. Und Toriyama traf diese nicht ganz zur Begeisterung seiner Eltern. Statt seine Schulbildung an einer Universität fortzuführen, brach er es nach seinem ersten Abschluss ab. Er wollte direkt ins Arbeitsleben starten. Er hatte keine Lust mehr auf Schule, er wollte Geld verdienen. Etwas, was bestimmt einige von uns sehr gut nachvollziehen können. Aber ein Schritt, der ebenfalls viel Mut braucht, gerade wenn deine Eltern auf dich einreden, dass du deine Ausbildung fortsetzen sollst. Für ihn stand jedoch fest, dass dies nicht das Leben ist, welches er so fortsetzen möchte. Und so fand er sich 1974 als Angestellter in einer Werbefirma wieder. Nur um nach guten 2,5 Jahren festzustellen, dass dies ebenfalls nicht das Leben ist, welches er sich vorgestellt hat. In diesem Zeitraum designte er unter anderem Poster und war laut seiner eigenen Aussage auch echt gut darin. Aber da es nicht in seiner Natur lag, früh aufzustehen und sich in Businesskleidung zu werfen, hatte er von der ganzen Geschichte relativ schnell die Nase voll und kündigte. Hinzu kam bestimmt noch die Tatsache, dass ein solcher Job ihn zwar ermöglichte zu zeichnen, aber alles auf strikt vorgegebenen Bahnen. Seine Kreativität ausleben war hier nicht der Fall. Nach einem Jahr in Cafés rumhängen und Manga lesen, also im Grunde ein traumhaftes Leben führen, wurde so langsam das Geld knapp. Also entschloss er sich, seinen ersten eigenen Manga zu zeichnen. So entstand Awawa World, eine Geschichte um zwei Samurai im feudalen Japan, die auf einen Superman-ähnlichen Charakter stoßen, sowie ein UFO. Selbst bei seinem ersten Werk konnte man bereits die Extreme und das Überspitzte für den Humor erkennen. Doch vielmehr noch seinen Drang, westliche und asiatische Medien zu vereinen. Etwas, das auch später Dr. Slump beeinflussen sollte. Leider ist es äußerst schwer, an eine vollständige Fassung von Awawa World zu kommen.
da es nie einen offiziellen Release bekommen hat. Es wurde nur 1983 in Toriyamas Fanclub-Newsletter abgedruckt. Aber gut, nur mit einem Manga allein wird noch kein Geld in die leeren Kassen von Toriyama gespült. Also sendete er sein Werk für den Monthly Young Jump Award ein, bei dem es eine gute Aussicht auf eine Mangaka-Karriere, aber vor allem auch auf ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Yen gab. Er gewann nicht. Davon ließ er sich jedoch nicht aufhalten und versuchte es ein Jahr später, 1978, erneut mit seinem Manga Mysterious Rain Jack. Leider wurde Rain Jack trotz Einzug ins Finale kurzerhand disqualifiziert, da es zu viele Star Wars Parodie-Elemente hatte, um als ein originales Werk durchzugehen. Weiterhin ohne Einnahmequelle passierte etwas, womit Toriyama selbst wahrscheinlich nicht gerechnet hätte. Ein Redakteur von Shueisha's Weekly Shonen Jump hatte seine Einsendungen gesehen und bat ihn um einen Rückruf. Er sagte ihm dann, dass Toriyama nicht aufgeben und es noch mehr versuchen sollte, als zuvor seine Manga-Karriere nach vorn zu treiben. Dieser Redakteur war Kazuhiko Torishima. Die Person, die Toriyama später für die Charaktere Dr. Mashirito aus Dr. Slump und King Piccolo aus Dragon Ball inspirieren sollte und zudem sein erster Manga-Redakteur werden würde. Diese Ansprache gab Toriyama einen Kick, seinen Traum weiter zu verfolgen. Und tatsächlich, noch im selben Jahr stellte er einen weiteren Manga auf die Beine, Wonder Island. Und dieses Mal hat er es geschafft. Der Manga landete direkt in der 52. Ausgabe des Jahres 1978 der Weekly Shonen Jump. Das erste Kapitel drehte sich um den Charakter Furuso, einen Ex-Kamikaze-Piloten, der auf Wonder Island strandete. Während seiner Bemühungen, die Insel wieder zu verlassen, trifft er auf viele unterschiedliche Charaktere, die später stellenweise auch bei Dr. Slump auftauchen. Und ja, es war ein absoluter Flop. Es landete auf dem letzten Platz der Shonen Jump Beliebtheitsumfrage. Ein zweiter Teil schaffte es dank Kazuhiko Torishima in eine Bonusausgabe der Shonen Jump und hatte nicht mehr viel mit dem ersten Kapitel zu tun. Wonder Island 2 schaffte es ebenfalls nicht, die Leser zu begeistern. Und auch wenn wir bereits zeitlich kurz vor Toriyamas großen Durchbruch sind, sah es an dieser Stelle seiner Karriere eher düster aus. Am 20. April 1979 folgte der One-Shot Today's Highlight Island, welcher als ein Grundstein für Dr. Slump gesehen wird, da hier bereits viele Elemente aus dem späteren Werk zu finden sind, wie zum Beispiel das Setting. Ein paar Monate später folgte der Manga Tomato Girl Detective. Nachdem Today's Highlight Island ebenfalls ein Flop war, bat Kazuhiko Torishima Toriyama es mal mit einem Mädchen als Hauptcharakter zu versuchen. Das war dann der andere Grundstein für Dr. Slump. Tomatoes Charakter ähnelte bereits in einigen Punkten den von Arale. Unvorhersehbar, kindisch und noch vieles mehr. Ohne diese beiden Werke hätte es Dr. Slump vielleicht nie gegeben. Und Tomato Girl Detective funktionierte. Es kam deutlich besser an als alle bisher veröffentlichten Werke von Toriyama, was ihn dazu veranlasste und den Anreiz gab, genau diesen Weg weiterzugehen. Daraus entstand der absolute Wendepunkt seiner Karriere, Dr. Slump. Der Manga startete im Januar 1980 in der Weekly Shonen Jump und mischte das Magazin mit seinen Zeichnungen gehörig auf. Weder Toriyama noch Torishima haben an eine lange Laufzeit der Reihe geglaubt. Torishima soll Toriyama sogar noch vor der Veröffentlichung des ersten Kapitels von Dr. Slump gefragt haben, was er vorhat, als nächstes zu zeichnen. Das Thema hatte sich ziemlich schnell erledigt, denn das Ganze sollte sich gute 5 Jahre lang halten. Es war ein gigantischer Erfolg und sein Durchbruch zu einem der größten Mangaka der Geschichte zu werden. Im Westen steht Dr. Slump immer im Schatten von Dragon Ball, da die Reihe hier nie sonderlich groß wurde. Doch in Japan war Arale eine absolute Ikone. Die Geschichte des Erfinders Senbei und dem von ihm gebauten Roboter Aralel, die immer nur Blödsinn im Kopf hatte, aber unglaublich stark war, machte Toriyama innerhalb weniger Jahre zum Millionär. Zu Beginn des Mangas arbeitete Toriyama sogar noch von zu Hause aus, wo er mit seinen Eltern lebte, und hatte einen Assistenten, der ihm einmal die Woche half. Das Ganze entwickelte sich natürlich schnell und Toriyama hatte des Öfteren Probleme, die Deadlines zu halten. Und da kommt eine weitere Person ins Spiel, oder sollte ich lieber sagen, in Toriyamas Leben. Während eines Treffens mit mehreren anderen Mangaka im April 1981 lernte er Yoshimi Kato alias Nachi Mikami kennen. Sie war ebenfalls eine Mangaka im Bereich Shoujo. Sie fing an, sich zu daten und wenige Monate später waren die beiden verlobt. Sie war eine große Stütze für Toriyama und stellte ihre Karriere als Mangaka zurück, um ihn den Weg für Dr. Slump freizuhalten. Ja, sie unterstützte sogar bei der Fertigstellung der Kapitel, wenn der Zeitdruck zu hoch wurde. 1982 heirateten die beiden. Passend zu Toriyamas bescheidenen und zurückhaltenden Charakter fand die Feier in einer kleinen Event-Location statt. Natürlich hat die japanische Presse davon erfahren und war
ab pünktlich vor Ort und Stelle. Im selben Jahr erhielt Dr. Slump den Shogakukan Manga Award für den besten Shonen- oder Shoujo-Manga des Jahres. Und wir wissen alle, was mit einem Hit-Manga passiert. Es dauerte nicht lange und Toei Animation produzierte eine Anime-Serie mit 243 Episoden unter den Namen Dr. Slump und Arale-chan. 1997 folgte sogar noch ein 74-teiliges Remake, welches bei uns sogar auf RTL 2 ausgestrahlt wurde und wahrscheinlich für die meisten von uns die erste Berührung mit Dr. Slump war, abseits der Gastauftritte von Arale in Dragon Ball. Der Erfolg brachte aber auch die Angst für Toriyama mit sich, seine künstlerische Freiheit an die großen Firmen zu verlieren. Um das zu verhindern, gründete er 1983 sein eigenes Manga- und Design-Produktionsstudio unter dem Namen Bird Studio. Der Name leitete sich von den Silben Tori aus Toriyamas eigenen Namen ab, was Vogel bedeutet. In dem Studio hatte Toriyama auch immer mindestens eines seiner Motorräder stehen. Während der Laufzeit von Dr. Slump veröffentlichte er weitere One-Shot-Manga, aber die wichtigsten kamen als das Ende von Arale bereits in Planung war. Zum einen haben wir da Dragon Boy und zum anderen The Adventure of Tong Pu. Torishima schlug als Nachfolge von Dr. Slump einen Kung-Fu-Action-Manga vor, weil er wusste, dass Toriyama auf solche Filme stand. Allen voran den Film Drunken Master mit Jackie Chan, den Toriyama und seine Frau sogar persönlich kennenlernten. Zuerst war der Mangaka nicht sehr begeistert von der Idee, da das, was er mag, nicht unbedingt das ist, was er auch gern zeichnen würde. Doch Torishima beharrte darauf und er gab nach. Dragon Boy hatte noch keinen Bezug zu der chinesischen Geschichte Die Reise nach Westen, aber hatte durchaus bereits kulturellen Bezug zu China. Einige Story-Elemente und Charaktere, die später in Dragon Ball adaptiert werden, hatten hier eine Testphase. Wir haben den jungen Tang Tong, der eindeutig Son Goku ist, einen Meister, der Muten Roshi ist und eine Prinzessin, die zu Bulma wird. Es gibt sogar Artefakte, die einen Drachen erscheinen lassen und der Hauptcharakter muss essen, um wieder zu Kräften zu kommen. Alles Grundpfeiler für die Geschichte von Dragon Ball. Dragon Boy kam relativ gut an und so sah sich Toriyama bestätigt, den Weg weiterzugehen. Ein paar Wochen vergingen und mit The Adventure of Tong Pu ließ er einen letzten Testballon auf die Leser los, bevor er sich tatsächlich an das nächste große Werk setzen würde. Der Hauptcharakter ähnelte vom Design bereits sehr stark dem von Son Goku, den wir wenig später im Manga sehen würden. Und auch hier finden sich Elemente wieder, die Toriyama in Dragon Ball eingesetzt hat, wie zum Beispiel die Kapseln, welche Gegenstände erscheinen lassen. Mit der Entscheidung, seinen nächsten Manga lose auf Die Reise nach Westen basieren zu lassen, war Son Gokus Design zuerst ein Affe. Torishima war aber komplett dagegen, weil ein Affe nicht den gleichen Bezug zum Leser hat wie ein Junge. Und so entstand dann letztendlich das finale Aussehen des kleinen Affenjungen. Das Projekt bekam grünes Licht und Dr. Slump endete mit der 39. Ausgabe des Jahres 1984 der Weekly Shonen Jump, wo Toriyama am Ende bereits Dragon Ball anteaserte. Und dann 12 Ausgaben später war es soweit. Das erste Kapitel mit dem Namen Bulma und Son Goku wurde veröffentlicht und brachte einen gewaltigen Stein ins Rollen, der bis heute unaufhaltsam ist. Als Toriyama mit Dragon Ball begonnen hatte, war er sich ziemlich sicher, dass der Manga ein Jahr laufen würde, bis er sich etwas Neuem widmen würde. Die Realität sah dann plötzlich ganz anders aus. Aus einem Jahr wurden erst 5, womit er die Laufzeit von Dr. Slump überstieg, und aus diesen 5 Jahren wurden dann am Ende insgesamt 11 Jahre. In den ersten Jahren merkte man noch, dass Toriyama sich schwer tat, den Humor zugunsten der Kämpfe zurückzustellen. Es ähnelte noch deutlich mehr Dr. Slump in der Hinsicht. Ein Faktor, der später die Fans spaltete, wenn es um die Frage ging, ob Dragon Ball oder Dragon Ball Z besser wäre. Doch spätestens mit dem 21. großen Kampfsportturnier der waffenlosen Kampfkunst nahmen die Kämpfe einen deutlichen Sprung nach vorne. Und genau diese Veränderung brauchte der Manga zu diesem Zeitpunkt, denn auch wenn Dragon Ball heute einer der erfolgreichsten Werke aus Japan ist, war der Start in der Weekly Shonen Jump recht holprig und im Beliebtheitsranking reihte es sich in der unteren Hälfte ein. Doch als die Kämpfe in den Fokus rückten, änderte sich auch der Zuspruch der Fans ins Positive und wurde darauf ein absoluter Hit. Bereits 2 Jahre nach Release des ersten Kapitels kam es zu einer weiteren Zusammenarbeit mit Toei Animation und der Anime zur Reihe startete im Februar 1986 auf Fuji TV. Toriyama hat den Anime sehr wertgeschätzt und ihn als mindestens so wichtig angesehen wie den Manga selbst. Er persönlich suchte die Synchronsprecherin Masako Nozawa für Son Goku aus und verliebte sich in ihre Stimme. Ab dem Zeitpunkt stellte er sich beim Zeichnen Son Goku immer mit ihrer Stimme beim Sprechen vor. Er unterstützte Toei bei gewissen Fragen, so zum Beispiel bei den Farben der Charaktere, was gerade ab der Cell-Saga häufiger wurde.
Während seiner Arbeit an Dragon Ball kam es zu zwei weiteren wichtigen Ereignissen im Leben von Toriyama. Das erste war die Geburt seines Sohnes Sasuke im April 1987 und das andere, drei Jahre später, Oktober 1990, die Geburt seiner Tochter Kika. Zusammen mit seinen zwei Kindern und seiner Frau Yoshimi lebte er weiterhin in Kyushu. Sie hielten sich von der Öffentlichkeit weitestgehend fern, was vor allem an der Schüchternheit von Toriyama lag. Aus diesem Grund erfand er auch ein selbstgezeichnetes Alter Ego mit dem Namen Robo Toriyama, welches ihn im Manga und Interviews repräsentierte. Zuerst begleitete ihn weiterhin Torishima als Redakteur bei Dragon Ball. Doch 1993 verließ er das Projekt nach jahrelanger Zusammenarbeit mit Toriyama, um Chefredakteur der V-Jump zu werden. Nur ein Schritt von vielen, da er wenig später auch der Chefredakteur der Weekly Shonen Jump und Monthly Jump wurde. Die beiden, die so ein unglaublich gutes Team waren, arbeiteten zwar zunächst nicht mehr direkt miteinander, aber stiegen zusammen immer weiter auf. Toriyama konnte nicht anders und arbeitete neben Dragon Ball in der Zeit an noch vielen weiteren Projekten. Darunter waren natürlich wieder viele One-Shots, wovon Go Go Eggman mit 11 Kapiteln das längste gewesen ist. Aber auch Videospiele waren ein großer Teil geworden. Allem voran Dragon Quest, wo er das Charakterdesign beisteuerte und die Reihe bis zuletzt begleitete. Aber auch an Games wie unter anderem Chrono Trigger oder Turbo No. 1 war er beteiligt. Dann 1995 beendete Toriyama Dragon Ball nach eigenem Wunsch, um sich neuen Dingen in seinem Leben zu stellen. Die Manga-Bände von Dragon Ball verkauften sich bis heute über 160 Millionen Mal in Japan, was nochmal einen deutlichen Sprung gegenüber den 35 Millionen von Dr. Slump waren. Es war ein unglaublicher Erfolg, der nicht nur mehrere Anime-Serien, Filme, Tonnen von Merchandise und Videospiele nach sich zog, sondern sich einen festen Platz in der Popkultur erkämpfte. Nicht nur in Japan, sondern ein paar Jahre später auch weltweit. Selbstverständlich war er immer, wenn es um Dragon Ball ging, irgendwie involviert, aber zog sich für längere Zeit davon weitestgehend zurück und ließ es andere machen. So hat er aber dennoch den Titel für die Nachfolgeserie Dragon Ball GT ausgesucht, gab das neue Design der Hauptcharaktere vor und streute hier und da Tipps ein, als er das Skript gelesen hat. Beim Zeichnen jedoch konzentrierte er sich mehr auf kürzere Geschichten wie Kowa, Kaijika oder auch Sandland, welches übrigens nach über 20 Jahren nun eine eigene Anime-Adaption bekommt. Er arbeitete in der Zeit auch mit anderen großartigen Mangaka zusammen wie Masakazu Katsuhara oder Eiichiro Oda. Videospiele, Cover-Artworks und mehrere kleine Projekte füllten weiterhin seinen Terminkalender. Dazu gehörte auch die Live-Action-Verfilmung von Dragon Ball, welche 2009 als Dragon Ball Evolution weltweit in den Kinos gezeigt wurde. Dort wird er als ausführender Produzent genannt, aber seine Vorschläge für Änderungen, um den Film nicht zu einer Katastrophe werden zu lassen, wurden allesamt von den Verantwortlichen ignoriert. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum er sich dann ab 2012 wieder vermehrt Dragon Ball widmete. Er war stark in die Entwicklung des Films Dragon Ball Z Kampf der Götter involviert. Für einen der neuen Charaktere, Jacko, veröffentlichte er 2013 sogar einen 11-teiligen Manga, was auch sein letztes komplett eigenes gezeichnetes Werk werden würde. Die Zeit danach verbrachte er weiterhin mit Dragon Ball. Er schrieb das Skript zu Resurrection F, brachte die grobe Handlung von Super auf die Beine sowie ein paar Charakterdesigns und half Toyotaro bei Panels. Und selbst bei den folgenden Filmen war er stets stark beteiligt. Als mit Dragon Ball Daima ein weiterer Anime angekündigt wurde, wollte er zunächst sich komplett raushalten. Aber nachdem er dann doch mit Rat und Tat dem Projekt zur Seite stand, war er plötzlich tiefer in der Serie drin als geplant. Charakterdesign, die Welt, die grobe Handlung und mehr steuerte er Daima bei. Doch leider sollte Toriyama das endgültige Ergebnis nicht mehr miterleben dürfen. In seiner Dankesrede für das Tokyo Anime Award Festival, wo er für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden sollte, schrieb er, dass er nicht wüsste, wie viel er in Zukunft noch arbeiten könnte, da er nicht sehr zuversichtlich über seinen Gesundheitszustand war. Die Rede konnte er selber nicht mehr halten, da die Awards zwischen den 8. und 11. März ausgetragen wurden. Am 1. März 2024 verstarb der Mangaka im Alter von 68 Jahren an einem Subduralhämatom, einer Einblutung zwischen zwei Hirnhäuten. Seine Beisetzung fand ausschließlich im Kreise seiner Familie und ein paar engsten
Angehörigen statt. Die Todesnachricht erreichte die breite Öffentlichkeit genau eine Woche später und erschütterte Fans weltweit. Die Anteilnahme war sofort enorm und in der Form für einen Mangaka bisher einmalig. Nachrichtensendungen berichteten davon, in Social Media las man kaum etwas anderes. Menschen gingen auf die Straße und selbst die chinesische, französische und salvadorische Regierung sprachen ihren Respekt vor ihm aus. Mangaka wie Eiichiro Oda und Masakazu Katsura ehrten ihn. Masako Nozawa gab ihr Versprechen, Son Goku so lange zu begleiten, bis ihr die Kraft fehlen würde. Und sein langjähriger Redakteur Kazuhiko Torishima schloss sein Gedenken mit den Worten: "Vielen Dank für die letzten 45 Jahre, Sie waren der beste Mangaka." Und das alles ist keine Überraschung, denn Akira Toriyama war für viele mehr als ein Fremder, der irgendeinen Jungen mit Affenschwanz gezeichnet hat. Mit seinen Werken hat er ganze Generationen geprägt und begleitet, ihnen Kraft und Motivation geschenkt, sie inspiriert und nicht zu vergessen, sie zum Lachen gebracht. Kaum jemand wie er hat einen so großen Einfluss auf eine Szene gehabt und sie so zum Beben gebracht. Akira Toriyama, vielen Dank für alles.